Hi und herzlich willkommen zu Part 6 meines Family Life Let's Plays. Leute, im letzten Part sind Nelia und Kai endlich Eltern geworden und damit ist für die beiden ein riesengroßer Wunsch in Erfüllung gegangen. Die beiden haben sich ja nichts sehnlicher gewünscht, als endlich ein Kind zu bekommen. Also für uns war das gar nicht so endlich, denn ich meine, wir sind gerade mal in Part 6. Also ich meine, haben wir einfach in Part 5 schon ein Kind bekommen. Ich glaube, so früh hatte ich das tatsächlich noch nie in einem Let's Play, aber es geht ja auch um das Familien-Gameplay. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass der kleine Darian jetzt da ist. Vielen Dank für eure lieben Kommentare zum letzten Video. Ich habe jetzt alle lesen können und bin sehr, sehr dankbar und glücklich, dass euch der Name auch so gut gefällt, dass ihr den Kleinen auch so süß findet. Und ja, ich würde sagen, wir verlieren jetzt auch gar nicht mehr viel Zeit, sondern starten direkt in den Part, denn ich habe gerade einen Anruf bekommen. Wir haben 1 Uhr nachts und Lilly ruft gerade an. Ich zeige euch das mal. Und zwar ruft sie gerade an und ich sehe darüber hinaus auch, dass sie tatsächlich anscheinend zur Seniorin gealtert ist. Vielleicht kriegt Lilly gleich noch ein kleines Umstyling, müssen wir mal gucken. Aber auf jeden Fall ruft sie gerade an und sagt, hallo Schätzchen, wir kommen vorbei, um den kleinen Fratz zu besuchen und zu helfen, wo wir können. Ich weiß zwar nicht, was sie mit wir meint, weil Lilly wohnt aktuell alleine auf Sulani. Aber wir gucken mal. Also für die, die es nicht wissen, Lilly ist die Mutter von Nelia. Und anscheinend möchte sie jetzt gerne vorbeikommen, um zu helfen. Da ist sie auch schon und sie weint. Ach Lilly, warum bist du denn im Moment immer so traurig? Ich meine, sie hat uns ja schon mal besucht und da ging es ihr irgendwie auch so schlecht und es ist irgendwie traurig. Weil eigentlich braucht sie gar kein Umstyling, ne? Ich finde, das passt eigentlich auch so ganz gut zu ihr. Ja, Lilly, 1 Uhr nachts, ich weiß jetzt nicht, ob das so die Uhrzeit ist, wo man sich dann ankündigen sollte, um das Baby zu besuchen. Also ich meine, Nelia und Kai sind gerade aus dem Krankenhaus zurückgekommen und Lilly steht jetzt hier vor der Tür und möchte helfen. Also es ist sehr lieb von ihr. Aber ist das jetzt die richtige Uhrzeit? Ich weiß es nicht. Aber gut, sie hilft und das finde ich gut. Also das finde ich wirklich schön, dass sie jetzt halt wirklich auch hilft und nicht einfach nur irgendwie doof in der Gegend rumsteht. Sie geht ihrer Lieblingsbeschäftigung nach und kümmert sich erstmal um den Garten. Das finde ich richtig süß, dass sie das macht. Ja, Lilly, dann mach das mal und ich spule jetzt mal so ein bisschen weiter, falls sie jetzt nicht irgendwie noch irgendwas Tolles hier macht. Bis zum nächsten Tag. Ich habe übrigens ein Baby Replacement Mod ausprobiert. Deswegen hat Darian hier unten dunkle Haare. Das liegt daran, hat er jetzt aktuell aber nicht mehr, weil mir diese Mod nicht so richtig gut gefallen hat. Aber dummerweise habe ich gespeichert und deswegen scheint dieses Bild jetzt halt so gespeichert worden zu sein. Also wundert euch da nicht. Er sieht aktuell so aus. Er ist gerade eingeschlafen. Oh, ist so süß. Ihr habt mir geschrieben, also eine Person hat geschrieben, dass sie es auch gar nicht böse meint, aber dass Babys bei Sims ja eigentlich sowieso alle gleich aussehen und warum denn alle schreiben würden, dass er so süß aussieht. Die sehen zwar alle gleich aus, aber er ist trotzdem süß. Also er ist trotzdem süß. Auch wenn er, wenn alle Babys gleich aussehen. Das ist, er ist trotzdem süß. Also ich finde ihn wirklich auch sehr süß. Wir müssen mal gucken, ob wir ihn in diesem Alter, in diesem Part schon zum Kleinkind, zum Säugling altern lassen. Denn da freue ich mich ja wirklich ganz enorm drauf, dass wir dann halt mit einem Säugling mal spielen können. Ja, aber das muss ich mal gucken. Ich muss mal schauen. Ja, es ist der nächste Tag und Nelia bereitet den obligatorischen Obstsalat zu. Den gibt es ja irgendwie bei meinen Sims ständig. Also es ist tatsächlich das günstigste Essen und wir müssen ja momentan noch so ein bisschen aufs Geld achten. Darian war tatsächlich heute Nacht einmal wach und hat geweint wegen seiner vollen Windel. Aber ansonsten hat er seine Eltern eigentlich sehr verschont hier. Also er war einmal wach und die restliche Zeit hat er geschlafen. Deswegen, ich finde, da kann man sich wirklich nicht beschweren. Wie gesagt, Nelia versucht jetzt gerade einmal Frühstück zu machen für alle. Ich hoffe, Darian lässt sie jetzt gerade, aber er ist eigentlich auch relativ glücklich. Also er ist wach, aber er ist glücklich. Er weint nicht. Also er scheint wirklich ein richtig süßes Kind zu sein. Ich habe mir übrigens überlegt, dass wir, es gibt ja für die Säuglinge auch Merkmale mittlerweile. Also was heißt mittlerweile, seit die Säuglinge da sind, gibt es Merkmale für die. Und ich fände es eigentlich ganz cool, wenn wir zu jedem Kind ein anderes Merkmal machen würden. Also dass wir quasi, ich glaube, es gibt ja 6 verschiedene, dass wir halt dann sagen, okay, Darian zum Beispiel kriegt jetzt, ach süß, Kai. Oh, er geht einfach hin und nimmt ihn einfach hoch und schaukelt ihn. Total süß. Nelia, ruft doch mal alle zum Essen. Vielleicht könnt ihr ja mal gerade zusammen euch hinsetzen und essen. Ich weiß, du hast Riesenhunger. Das kannst du jetzt auch gleich machen. Ich helfe dir mal ganz kurz beim Aufräumen. Und Lilly geht natürlich auch hin und bereitet direkt was zu. Nelia, das brauchst du nicht. Nelia hat schon gekocht. Ihr könnt euch alle jetzt was zu essen nehmen. Nelia, ruft mal alle zum Essen und dann könnt ihr euch zusammen hinsetzen und gemeinsam Obstsalat essen. Ja, und jetzt haben sie sich gerade hingesetzt, um was zu essen. Und dann wird der Kleine wach. Okay, also was heißt, er wird wach? Er war die ganze Zeit schon wach. Aber er weint auf jeden Fall. Und das ist, Leute, das, wie das Leben mit Kindern ist. Wenn man sich gerade hingesetzt hat, dann fangen sie an zu weinen. So, die Pflicht ruft. Die Welt ist ein riesiger Bla. Okay, also, Kai muss arbeiten. Aber ich würde sagen, wir schicken ihn heute alleine los. Weil ich habe gerade wirklich keine Lust, die Polizeigeschichte da weiterzumachen. Warum ist unser Hund beschämt?
Er ist gelb hier unten. Heißt das nicht beschämt? Das ist ja interessant, dass ein Hund Scham empfinden kann. Ja, okay. Also auf jeden Fall, unser Kind ist wach. Nelia weiß aber genau, was sie tun muss. Sie nimmt ihn direkt an die Brust, stillt ihn und dann ist er auch direkt wieder glücklich. Kai geht arbeiten und ich finde es richtig schön, dass Lilly dann jetzt halt hier ist, dass Nelia jetzt nicht ganz alleine hier so durch die erste Zeit muss. Weil das ist natürlich jetzt auch alles noch ein bisschen, ja, eine kleine Umstellung für sie. Vorher war sie halt immer alleine hier und jetzt hat sie den kleinen Darian hier, aber sie ist glücklich. Und das sieht man ihr auch an, finde ich. Mit dem ganzen stinkenden Geschirr da hinten. Aber das ist auch überhaupt nicht schlimm. Ich finde, wenn man ein Baby bekommen hat, dann muss es auch gar nicht super ordentlich im Haushalt sein. Dann ist das Wichtigste, dass man sich die Zeit für das Baby nimmt und die erste Zeit genießt. Und das macht Nelia auch und da macht sie alles richtig mit. Lilly? Ach, Lilly arbeitet noch als in der Umweltschützerkarriere. Ne? Anscheinend geht sie jetzt auch zur Arbeit. Alles klar, Lilly. Okay, ich dachte jetzt, du hättest dir vielleicht Urlaub genommen, aber anscheinend hat sie heute keinen Urlaub bekommen. Okay, dann ist Nelia heute tatsächlich doch alleine. Ihr hattet mir in die Kommentare geschrieben, dass ihr es ganz cool fändet, wenn Nelia die Freelancer-Karriere annehmen würde. Und das ist ja, glaube ich, auch von den Regeln so vorgesehen, also dass man die Freelancer-Karriere annimmt. Vielleicht machen wir das jetzt einfach mal. Ich meine, sie ist zwar jetzt gerade nicht unbedingt so, also dass sie jetzt unbedingt die Zeit hätte, jetzt großartig noch sich um irgendeinen Job zu kümmern. Weil jetzt hat sie gerade das Kind bekommen, der Hund ist auch noch da. Und aber ich glaube, dass sie halt auch möchte, dass sie halt jetzt auch ein bisschen Geld verdient und das Malen macht eher Spaß. Also ist das ja quasi ihr Hobby, mit dem sie dann halt noch ein bisschen zum Familieneinkommen beitragen kann. Und deswegen denke ich, also kann ich mir gut vorstellen, dass sie halt jetzt sagt, okay, ich mache so nebenbei, so wie ich Zeit habe, so ein bisschen diese Freelancer-Karriere, damit ich dann halt auch Daria ein schönes Zimmer einrichten kann und so. Ne? Also ihr wisst, was ich meine. So, jetzt muss ich mal gerade gucken, was wir hier Electrified Artist. Freelancer-Künstlerin, genau. Und ich glaube, da müssen wir ihr dann aber auch dieses Zeichentablet kaufen. Das ist natürlich dann jetzt auch nochmal ein bisschen teuer, aber das müssen wir uns trotzdem leisten können eigentlich. Tyler heißt, achso, das ist ja der Vater von Kai. Und er ist auch zum Senior geworden. Es sind irgendwie alle gealtert. Also in diesem Part, Leute, habe ich mir fest vorgenommen, dass wir auf jeden Fall gleich mal diese kleine Rundreise machen und gucken, wie es aktuell, warum können wir das nicht wegwerfen? Ich möchte eigentlich nicht, dass Nelia sich diesen Hundehaufen ins Inventar packt. Wir haben doch eine Mülltonne. Okay, was ist mit der Sonne los? Glaubt gar nicht, wie lange ich gerade daran gesessen habe, die Belichtung so hinzukriegen, dass sie mir gefallen hat. Und jetzt kommt einfach diese Sonne. Also ich meine, ich freue mich ja, dass schönes Wetter ist, aber fürs Aufnehmen ist es nicht so ganz so gut. Ja, genau. Ich wollte herausfinden, warum wir hier keine Mülltonne haben. Anscheinend haben wir wirklich keine Mülltonne. Das ist ja interessant, dass mir das jetzt erst auffällt. Ja, das werden wir auf jeden Fall mal machen. Ihr habt mir auch geschrieben, dass hier immer noch diese Müllpflanze wächst. Da habt ihr vollkommen recht. Da werden wir uns auch gleich mal drum kümmern. So, ich stelle den Müll einmal aber hier in den Garten, damit wir dann auch so. Was wächst denn hier? Lilienpflanze? Was habe ich denn hier gepflanzt? Okay, dann kommt der Müll einmal mal hier so hin. Wenn wir irgendwann das Baumhaus benutzen, dann kommt er woanders hin. Oder hier? Okay. Alles klar, jetzt habe ich einen Platz gefunden. Können wir da eine andere Farbe, die nicht so auffällig ist? Ja, so, okay. Wir haben einen Mülleimer, Leute. Wir haben einen Mülleimer und damit können wir dann diesen Hundehaufen auch wegschmeißen. Die Müllpflanze wollte ich noch entsorgen. Genau, können wir die irgendwie die Sachen noch verkaufen, die da dran hängen? Gibt es da was für? Nö, okay, dann entwurzeln wir einfach mal nur die Pflanze, weil ich meine, das wächst ja nicht mal auf unserem Grundstück. So, wir werden das hier ja dann jetzt wegwerfen, unseren neuen Mülleimer, und können dann jetzt mal die ganzen Sachen hier verkaufen. Also ich meine, das ist zwar Kais Ding eigentlich mit dem Garten, aber ich glaube, Nelia wird da jetzt, dadurch, dass er jetzt halt heute vielleicht auch ein bisschen länger arbeiten muss oder so, sich mal um den Garten kümmern und hoffentlich bekommen wir dann jetzt genügend Geld zusammen, dass wir dieses Zeichentablet kaufen können. Wir können ja mal schon mal gucken, was sie hier. Also sie kann richtig gut Sachen annehmen. Icons für Sims Forever. Aber ich glaube, da braucht sie zum Teil auch einen Computer für, ne? Also wir haben uns natürlich jetzt hier echt eine Sache ausgesucht. Boah, krass, Leute, hier kriegen wir einfach 1270 Simoleons für. Also es war eine gute Idee von euch mit dem Freelancer, weil sie ja halt auch schon ein bisschen Malereilevel hat. Wir nehmen das mal an und dann gucken wir einfach mal, was wir dafür machen müssen. Also, wir müssen mit Kunden chatten, natürlich. Dafür brauchen wir einen Computer. Hat sie einen Computer? Ich muss mal gerade gucken. Hat sie nicht so einen kleinen Laptop, den sie damals bei Lilly hatte? Nee. Ich vertan. Okay, ich dachte, sie hätte einen kleinen Laptop im Inventar. Ja, okay. Dann.
müssen wir gleich mal gucken, was finanziell so machbar ist. Aber das würde sich ja auf jeden Fall lohnen. Also das Geld kriegen wir ja dann locker wieder rein, was wir jetzt in die Elektrogeräte investieren. Vielleicht sollten wir ja auch erstmal so ein kleines Büro irgendwo einrichten, dass sie hier oben irgendwo erstmal, okay, hier ist es richtig dreckig, hier sollten wir vielleicht nachher auch mal sauber machen, dass wir ihr vielleicht, solange sie halt noch nicht so viele Kinder hat, erstmal ein kleines Büro einrichten, weil sie ist ja dann selbstständig und ich fände das eigentlich gar nicht so schlecht, wenn sie dann ein kleines Büro hätte. Also ich möchte eigentlich hier langfristig das Zimmer von Darian reinmachen. Jetzt ist er ja gerade noch ein Neugeborenes, jetzt braucht er ja gerade noch kein eigenes Zimmer. Aber langfristig soll er auf jeden Fall hier wohnen und er ist einfach schon wieder am Schlafen. Er ist so süß. Und hier liegen dreckige Windel. Wunderbar, okay. Ja, das Leben ist hart, Nelia, ne? Das Leben ist hart mit Neugeborenem. Sie versucht gerade alles, um hier ein bisschen Ordnung zu machen. Aber ja, es ist nicht so einfach. Jetzt nutzt sie die Zeit auf jeden Fall, wo der Kleine ein bisschen schläft und versucht, das Chaos zu beseitigen. Ach süß, Nelia blüht genauso wie ihre geliebten Pflanzen. Sind die Aufgabengefühle ein Hinweis darauf, dass sie Gartenarbeit mag? Ja, von mir aus sehr gerne. Dann teilst du auf jeden Fall ein Hobby mit deinem Mann. Okay, der Garten hat sich auf jeden Fall mal wieder sehr gelohnt. Also wir haben jetzt ein bisschen Geld durch den Garten dazu bekommen. Hier wachsen auch noch, glaube ich, Birnen, oder? Kann das sein? Ja, das können wir auch noch verkaufen. Perfekt. Oder sollen wir mal Marmelade machen, Leute? Irgendwie habe ich Lust, mal Marmelade zu machen. Lass uns das mal ernten, Nelia. Ernte das mal und dann machen wir vielleicht mal. Kann man aus Birnen Marmelade machen? Ich weiß es gar nicht. Aber ich habe auf jeden Fall Lust, mit Nelia mal Marmelade zu machen. Wir räumen ein bisschen die Küche auf. Dann werden wir das mal machen. Sollte der Kleine uns lassen. Also, wenn er natürlich jetzt gleich anfängt zu weinen, müssen wir auch diese Aktion wieder unterbrechen. Aber wir versuchen es mal. Na. Gerade gesagt. Ich hab's gerade gesagt und dann hat er die Windel voll. Ja gut, okay, wir müssen uns natürlich jetzt in erster Linie nach unserem Kind richten. Seine Bedürfnisse gehen natürlich jetzt vor allem. Nelia spielt das noch ganz schnell ab und dann wird sie natürlich sofort zu ihrem Sohn gehen und gucken, dass er ja, versorgt wird. Ich räume mal ganz kurz für sie das in den Kühlschrank, damit das nicht schlecht wird. Ist ja auch ein bisschen schade, sonst wenn wir das wegschmeißen müssen. Okay, jetzt ist er wieder glücklich. Ich glaube, wir ziehen ihm auch heute mal was Neues an. Also eigentlich finde ich es total süß, dass wir jetzt einfach jederzeit das Outfit ändern können. Frosthäschen. Der kriegt jetzt mal einen Frosthäschen-Strampler. Also jetzt kann man ihm ja wirklich ständig was Neues anziehen und dadurch ist das irgendwie auch wieder so ein bisschen realistischer, weil ich meine, die Babys ziehen ja auch nicht jeden Tag das Gleiche an. Ne? Deswegen, also das ist schon schön, dass man das jetzt jederzeit ändern kann, was sie anhaben. Ja, eigentlich müssten wir jetzt auch mal mit Cody raus, aber wir können natürlich Daria nicht alleine lassen und Lilly und Kai sind gerade arbeiten. Deswegen ist das natürlich jetzt ein bisschen doof, dass jetzt gerade keiner mit Cody spazieren gehen kann. Aber vielleicht laden wir mal Cleo an, weil ich glaube, Cleo ist aktuell noch zu Hause mit Hayley, dass sie vielleicht jetzt gerade mal auf Darian aufpasst, dass Nelia vielleicht gerade mal ein bisschen mit Cody spazieren gehen kann. Weil ich glaube, er braucht das auch mal. Ich meine, er schläft zwar gerade. Wir können ja auch Hayley mit einladen. Dann kann sie direkt schon mal Darian kennenlernen. Ich glaube, ach süß, Daryl ist ja da. Hätte ich das gewusst, hätten wir sie gar nicht, hätten wir Cleo gar nicht anrufen müssen. Aber ich denke, Cleo wird wahrscheinlich auch jetzt generell gerne mal vorbeikommen, weil sie halt ja auch ihr, ich weiß gar nicht, wie sind die miteinander verwandt? Keine Ahnung. Es ist, also Cleo ist ja die Cousine von Nelia. Ich habe absolut keine Ahnung, wie die zwei dann miteinander verwandt sind. Ich bringe auf jeden Fall direkt mal Heidi nach drinnen, weil, ach, das macht Nelia von sich aus schon, wie süß. Ja, sie hat wahrscheinlich gemerkt, dass sich sonst keiner um das kleine Kind kümmert. Ja, okay, und dann bitten wir die beiden mal herein und dann können die zwei vielleicht noch irgendwie zusammen. Vielleicht hilft Cleo uns beim Marmelade machen. Das könnte ich mir auch vorstellen. Eigentlich könnten wir jetzt auch schon. Also, wir haben ja ein paar Spielsachen, haben wir ja schon, ne? Die können wir ja eigentlich schon mal hier irgendwo platzieren. Wir machen mal das Bett, was wir für Lilly gekauft haben. Tun wir mal nach oben. Dann kann sie nämlich hier irgendwo. Wir müssen hier unbedingt staubsaugen, damit Lilly hier nicht so ein Riesenchaos hat. Aber wir können ja schon mal hier diese ganzen Spielsachen hintun und vielleicht auch schon mal so ein Spielbogen oder so, damit Hayley sich auch ein bisschen beschäftigen kann. Auch süß, der Custom-Content-Spielbogen kostet einfach nur 20 Simoleons. Okay, den können wir uns auf jeden Fall leisten. Vielleicht in so einem Mint hier. Ach, ich freue mich so darauf, wenn wir das bald alles brauchen. Ich bin echt mit dem Gedanken am Spielen, ob wir den Kleinen diesen Part schon altern lassen oder erst im nächsten. Ich weiß es nicht. Er hätte halt eigentlich erst hier Geburtstag, aber das dauert mir halt ein bisschen zu lange. Vielleicht machen wir das noch später. Ich weiß es nicht. Ach, ich sehe auch gerade, wir haben ja auch hier den kleinen Handabdruck von ihm. Das ist ja so süß. Babyfußabdruck. Okay, das sieht aus wie eine Hand, oder? Steht Fußabdruck dran und das ist eine Hand, oder? Also schreibt mir in die Kommentare, das ist eine Hand, oder? Finde ich jetzt total dumm. Okay, aber auf jeden Fall ist es ein kleiner Handabdruck von unserem kleinen Daria, den wir im Krankenhaus bekommen haben. Und hier ist seine Geburtsurkunde. Die können wir ja vielleicht auch schon mal in sein Zimmer hängen. Also das wird ja, wie gesagt, langfristig sein Zimmer werden. Aber ich muss mal gerade die ganzen Pflanzen hier entfernen, die hier reinwuchern.
So ist es besser, ne? Dann ist das nicht so komisch. So, und Nelia hat ja zur Babyparty auch ein paar Spielsachen bekommen. Ach, er hat immerhin 2 verschiedene Farben. Ich fand das nämlich so komisch, dass wir den 2-mal geschenkt bekommen haben. Aber immerhin hat er 2 verschiedene Farben. Was haben wir noch? War es erstmal, ne? Gut, aber dann kann wenigstens Hayley sich so ein bisschen damit beschäftigen. Wir können Hayley hier absetzen. Ach, jetzt hat Darian auch sein normales Bildchen hier. Jetzt, wo wir sein Outfit geändert haben. Okay. So, dann kann Hayley sich nämlich hier bei dem Spielbogen so ein bisschen beschäftigen. Dann ist sie hoffentlich auch glücklich und zufrieden. Ja, und dann können wir nämlich vielleicht wirklich mit Cleo jetzt gerade mal Marmelade machen. Ich habe irgendwie richtig Lust, Marmelade zu machen. Haben wir jetzt... Oh mein Gott, wir haben einfach keinen Zucker. Oder? Doch, Zucker haben wir, aber uns fehlt ein Apfel. Schade, ich dachte, wir könnten auch aus den Birnen Marmelade machen. Ja, dann wird's nichts mit Marmelade. Schade. Ist Daryl jetzt wieder weg? Jetzt wollte ich Daryl gerade reinbitten. Aber ach, da ist er noch. Da ist er noch. Nelia, geht schnell hin. Dein Dad möchte auch gerne sein Enkelkind kennenlernen. Okay, er muss los. Schade. Haben wir ihn wahrscheinlich zu lange vor der Tür stehen gelassen. Okay, aber jetzt ist auf jeden Fall Cleo hier und kann wahrscheinlich auch ein bisschen auf Darian aufpassen. Das heißt, wir können spazieren gehen. Vielleicht gehen wir joggen? Ich glaube, das machen wir. Wir gehen mal eine Runde joggen. Ich glaube, das tut Nelia auch ganz gut, dass sie einfach mal rauskommt, den Kopf ein bisschen freikriegt. Und hier ist ja wirklich auch die perfekte Gegend eigentlich, um joggen zu gehen. Also hier ist ja wirklich genug Platz. Vielleicht joggt sie mal da hinten zu dem See und über die Brücke. Die Gegend ist ja eigentlich wirklich sehr, sehr schön. Wer steht denn hier und angelt? Emric Barrett? Ja, Emric Barrett ist mittlerweile ein Senior. Wunderbar. Aber man sieht Nelia auf jeden Fall nicht an, dass sie vor kurzer Zeit ein Kind geboren hat. Sie hat immer noch eine Wahnsinnsfigur. Das ist echt beneidenswert. Okay, Cleo ist vielleicht gerade nicht unbedingt die beste Babysitterin, weil Darian hat gerade angefangen zu weinen. Und sie macht einfach den Fernseher an und beschwert sich, oder hat den Fernseher gerade ausgemacht, weil sie sich beschwert, dass das Kind so laut ist. Nelia, geh mal schnell zu deinem Kind hin und merk dir vielleicht für die Zukunft, dass Cleo nicht unbedingt die beste Babysitterin ist. Okay, 180 Simoleons hat jetzt auch Kai mit nach Hause gebracht. Und Leute, wir werden in diesem Part Darian altern lassen. Das habe ich jetzt entschieden. Ich möchte auf jeden Fall mit einem Säugling spielen. Wir müssten ihn theoretisch wahrscheinlich eigentlich noch ein bisschen länger Neugeborenes lassen. Bei den nächsten Babys werden wir das wahrscheinlich auch so machen, dass wir die dann noch ein bisschen länger ein Neugeborenes sein lassen. Aber ich möchte jetzt unbedingt ein Säugling. Und ich glaube, das ist auch in eurem Interesse. Das ist nicht das Gleiche, ne? Oder was brauchen wir denn jetzt zum Zeichnen? Digitales Grafiktablet. Okay, jetzt hätte ich fast das Falsche gekauft. Ich glaube aber, da steht Malerfähigkeit, ne? Das brauchen wir für unser Business und haben damit jetzt nur noch 480 Simoleons. Okay. Ja gut, aber wie gesagt, wenn wir das nachher alles abgegeben haben, dann wird sich das auf jeden Fall lohnen. Okay, Kai kommt nach Hause und kümmert sich direkt um seinen Sohn. Ich glaube, er, oder, Kai? Ja, er ist auf dem Weg zu Darian und kümmert sich jetzt direkt um ihn. Das finde ich richtig, richtig schön. Nelia, hier, nimm mal dein Tablet. Dann kannst du nämlich nachher da auch direkt schon was machen. Aber jetzt, wo Kai und Lilly und Cleo da sind, wie gesagt, fände ich es ganz schön, wenn wir den Kleinen dann jetzt auch altern lassen. Auch Kai, du bist so ein toller Vater. Das ist so schön. Kommt einfach von der Arbeit. Wahrscheinlich total gestresst und anstrengend war alles. Und jetzt ist er einfach total froh, dass er jetzt hier zu Hause sein kann, bei seiner Familie und sich um seinen Sohn kümmern kann. Richtig, richtig schön. Hayley muss los. Alles klar, Hayley. Okay, wir tun einfach mal so, als wäre sie gerade von ihrem Vater abgeholt worden oder so. Okay, Cleo geht jetzt auch nach Hause. Ja, okay, alles klar. Ich glaube, Leute, ich werde jetzt gerade ohne euch gucken, dass Nelia diesen ersten Auftrag abschließt. Ich werde gucken, dass sie irgendwo einen Computer findet. Vielleicht gibt es in diesem Erholungszentrum einen. Und werde dann... also, dass ich jetzt gerade so ein bisschen was rausschneide, weil wir brauchen nämlich noch ein bisschen Geld, damit wir dann Darians Babyzimmer einrichten können. Das heißt, ich spiele jetzt gerade ein kleines bisschen ohne euch, guck, dass Nelia ein bisschen Geld verdient, dann ist Darian nämlich auch schon wieder ein bisschen älter und dann passt das zeitlich auch wieder besser und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder, wenn Nelia gleich Geld verdient hat, damit wir dann eben Darian auch altern lassen können und ihm ein schönes kleines neues Kinderzimmer einrichten können, genau. Okay, das ging erstaunlich schnell, Leute. Ich habe jetzt nicht viel ohne euch gemacht. Ich habe jetzt, also wir sind in der Bibliothek hier. Also in der Bibliothek gibt es tatsächlich einen Computer. Und ich sehe auch gerade, hier gibt es so eine kleine Spielecke für Kinder und so. Also richtig, richtig schön. Und jetzt hat sie gerade dieses Logo zur Abnahme geschickt. Und hat jetzt einfach so viel Geld bekommen. Das ist so, so cool. Okay, also es war eine richtig gute Idee von euch, dass sie diese Freelancer-Karriere annimmt. Ich reise jetzt auch direkt mit ihr nach Hause. Dann lege ich alle ins Bett. Und morgen lassen wir dann den kleinen Darian altern zum Säugling. Da freue ich mich total drauf. Und dann errichten wir vielleicht noch ganz schnell so ein kleines Kind.
Kinderzimmer ein. Und dann wollte ich euch ja auch noch zeigen, wie es momentan so um die Familie steht, wer da wie mit wem irgendwie aktuell zusammen ist und wer wie wo wohnt. Ja, es wird wahrscheinlich ein bisschen längerer Part. Okay, Kai muss in einer Stunde bei der Arbeit sein und da, also es ist der nächste Tag übrigens, hi. Kai muss in einer Stunde bei der Arbeit sein und da ich eigentlich noch ganz gerne möchte, dass er mitbekommt, wie sein Sohn älter wird, machen wir das jetzt einmal, bevor Kai zur Arbeit muss. Kai, komm mal. Achso, du bist jetzt gerade noch in deinem Garten beschäftigt, süß. Ich finde das so schön, dass er da wirklich so drin aufgeht und dass er das so gerne macht mit dem Garten, weil das hatte ich mir für ihn genau so vorgestellt. Oh, wir hätten es fast verpasst. Wir hätten es fast verpasst, wie Darian älter geworden ist. Okay, Darian ist älter geworden. Und ich bin jetzt echt am Überlegen, wie wir das jetzt machen. Also wie gesagt, ich möchte gerne für jedes Kind ein anderes Merkmal nehmen, damit wir halt alle Merkmale einmal erkunden, weil wir kriegen 5 Kinder, es gibt 6 Merkmale, ein Merkmal werden wir dann nicht erkunden. Aber wie gesagt, ich fände es eigentlich ziemlich cool, wenn wir dann alle einmal durch hätten. Und ich drücke jetzt einfach mal zufällig. Ich hoffe, das ist kein Fehler. Oder ich weiß es nicht. Ich habe mir geschrieben, dass ihr es das eigentlich ganz cool fändet, wenn unser erstes Kind halt sonnig wird oder ruhig. Also, dass es halt so ein richtig entspanntes und gechilltes Kind ist. Weil Nelia und Kai wollen ja noch weitere Kinder bekommen. Und wenn er jetzt direkt halt so gefühlsstark ist oder so, weiß ich jetzt nicht, ob die dann direkt ein nächstes Kind bekommen würden. Zappelig. Zappelig? Diese Sims sind ständig in Aktion und möchten spielen und sich bewegen. Sie haben jedoch häufig Einschlaf- und Konzentrationsprobleme. Sollen wir zappeligen? Ist Darian zappelig? Ja, doch. Eigentlich fände ich es ganz cool, wenn wir das immer dem Zufall überlassen, wie die Kinder werden. Weil, ja, also ist halt so, ne? Es ist immer Zufall, wie die Kinder halt werden. Und wenn dann halt ein Merkmal doppelt kam, also wenn ich beim nächsten Kind dann halt wieder zufällig mache und es kommt wieder zappelig, dann würde ich halt nochmal zufällig drücken, bis dann halt ein Merkmal kommt, was wir noch nicht hatten. Ja, dann ist Darian jetzt zappelig. Und ich bin gespannt, wie sich das auf uns auswirkt. Und er ist so süß. Er ist einfach so süß. Mein Gott, Leute, guckt ihn euch an. Ich sterbe. Oh Gott, Daria, du bist so unfassbar süß. Er hat die Augenfarbe von. Ich glaube, beide haben braune Augen, ne? Beide haben braune Augen und braune Haare. Er ist einfach so süß. Oh nein, er weint! Er weint! Tu was, Nelia, er weint. Okay, wir werden natürlich jetzt gleich direkt mal in den Crate Sim gehen. Wir werden ihn mal trösten. Okay, Lilly macht das schon. Lilly tröstet ihn. Das ist natürlich schön. Nee, Kai, du musst leider auf jeden Fall wieder alleine zur Arbeit. Ich werde dich auch bald nochmal begleiten, aber heute musst du nochmal alleine. Wir haben jetzt Geld, Leute. Das heißt, wir werden jetzt einmal Darian umstylen, werden ihm mal ganz kurz ein neues Outfit geben. Ansonsten finde ich, kann er eigentlich schon so bleiben. Also ich finde so Haare und so, das kann alles bleiben. Ich finde, das passt richtig, richtig gut zu ihm. Ich werde ihm also jetzt wahrscheinlich nur ein paar neue Outfits geben. Oh, süß, Lilly! Oh mein Gott, sie gibt ihm einfach. Oh mein Gott, ist das süß, Leute. Ich liebe es so, so, so sehr. Kann ich davon bitte ein Foto für die Ewigkeit machen? Ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich das mit meiner Mod gerade hinkriege. Ich hoffe so sehr, dass das jetzt funktioniert. Es funktioniert leider nicht immer. Ja, es funktioniert, Leute. Es funktioniert. Das ist so ein unfassbar süßes Bild. Wir werden einfach für immer daran denken. Irgendwann wird Lilly uns ja auch irgendwann verlassen. Ich will noch nicht darüber nachdenken. Aber dann haben wir einfach so ein süßes Bild, wo sie einfach ihr Enkelkind so. Oh Gott, ist das süß. Ich liebe es. Ich liebe es wirklich so, so sehr. Und ich bin gerade so froh, dass wir Darian jetzt schon haben altern lassen. Weil ich meine, es ist ja nicht wirklich ein Geburtstag. Säugling ist ja so ab ungefähr 3 Monate. Und wir haben ja jetzt auch ein bisschen Zeit so mit ihm gespielt. Und ja, doch, das passt. Das passt alles wunderbar. Das ist einfach so ein unfassbar süßes Bild. Okay, ich muss jetzt aufhören. Ich habe unfassbar viele Bilder davon jetzt gemacht. Ich gehe jetzt mal ganz kurz in die Create a Sim und guck mal, was ich da so ihm noch an Outfits geben kann. Ich meine, die Auswahl ist ja relativ beschränkt, aber ich finde bestimmt was Schönes für ihn. Okay, ich bin fertig. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass ich so lange daran sitze. Also ich werde das jetzt auch rausschneiden, weil der Part wird einfach sonst viel zu lang. Also das, wie ich ihn umgestylt habe, werde ich nicht mit reinnehmen. Aber ja, ich zeige euch jetzt einmal seine Outfits, die ich ausgesucht habe. Also das ist jetzt eins seiner Alltagsoutfits. Ich habe ihm natürlich ein paar mehr gegeben, weil ich eigentlich immer ganz schön finde, wenn meine Sims unterschiedliche Outfits haben, weil man zieht halt einfach nicht jeden Tag das gleiche an. So, dann hat er genau einmal hier das mit dem Löwen, dann hat er das hier mit diesen Früchten oder was das ist. Das hat wahrscheinlich Kai ausgesucht als Gartenfan. Ja, dann hat er das hier noch. Fragt mich bitte nicht, wo ich das runtergeladen habe. Also, das ist eins von den wenigen Custom-Content-Sachen, die ich für Säuglinge habe, dieses Oberteil. Ich finde das so süß. Einfach so ein Pulli und eine Strumpfhose und ein paar Söckchen dazu. Ich habe ihm nirgendwo Schuhe angezogen, außer ich glaube bei der Abendkleidung, weil ich finde, Säuglinge
Säuglinge brauchen einfach noch keine Schuhe. Ich meine, die laufen ja sowieso noch nicht und deswegen, also das ist seine Abendkleidung, werden wir wahrscheinlich sowieso nie sehen. Und die Schuhe, tun wir einfach mal so, sind dann halt auch einfach nur so Deko-Schuhe, gibt es ja für Babys. Ja, dann haben wir hier seine Nachtwäsche, auch wieder Custom-Content, wie gesagt, keine Ahnung woher, ich weiß es leider nicht mehr. Party-Outfit werden wir wahrscheinlich auch niemals sehen. Dann sein heißes Wetter-Outfit, da hat er einmal das hier, dieses geringelte, da habe ich ihm jetzt einfach gar keine Socken, weil wenn es halt heiß ist, braucht er halt auch keine Socken, glaube ich. Einmal das hier mit diesem Streifen, dieser Latzhose, so richtig niedlich. Und eins mit Feuerwehrautos, finde ich auch total süß. Ja, und sein kaltes Wetteroutfit ist halt einfach so ein Overall, der ihn dann halt warm hält. Und ja, ich finde ihn einfach total süß. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn wirklich sehr und ich freue mich so sehr darauf, jetzt in Zukunft in unserem Haushalt mit einem Säugling zu spielen. Das ist einfach so schön, Leute. Oh mein Gott, wir haben Rechnungen bekommen. Die Rechnungen müssen aber leider jetzt warten, denn wir werden jetzt ein Kinderzimmer noch einrichten für Darian. Der braucht natürlich auch ein Bettchen und so. Das ist auf jeden Fall wichtiger, als die Rechnung zu bezahlen. Kann man sich jetzt drüber streiten. Aber, oh, wir müssen auch mal drüber nachdenken, ob wir Nelia vielleicht einen Computer kaufen sollten, ne? Das wäre eigentlich sinnvoll. Was kostet der denn hier? Der kostet 921. Nee, wir richten erstmal ein Babyzimmer ein. Ich kann ja zur Not immer in der Bibliothek zu dem Computer gehen. Das ist auf jeden Fall jetzt wichtiger, dass der Kleine halt ein Kinderzimmer kriegt. Auch das werde ich jetzt gerade im Schnelldurchlauf machen. Und das werde ich jetzt auch ganz schnell machen, weil, wie gesagt, Part viel zu lang. Und wir wollen am Ende ja auch noch gucken, was die anderen so machen. Okay, ich bin fertig und habe tatsächlich jetzt nicht nur in Darians Zimmer ein bisschen was verändert. Ich habe jetzt auch neue Stühle gekauft und habe den Tisch ein bisschen eingefärbt, weil das hat mich irgendwie schon voll lange gestört, dass da diese ja, ranzigen Stühle standen. Deswegen haben wir jetzt neue Stühle und einen neuen Kühlschrank, weil auch der Kühlschrank hat mich enorm gestört, weil der halt immer so, ja, so ultra dreckig aussah. Und ich finde, das können die zwei sich jetzt mal gönnen. Neuen Kühlschrank. Wir haben zwar jetzt absolut kein Geld mehr für unsere Rechnung, aber Darian hat ein schönes Zimmer und das finde ich richtig, richtig toll. Ich mag diese Mintfarben total gerne. Hab lange geguckt, ob der, also welcher Teppich da gut zu passt, aber ich finde, der passt jetzt ganz gut, weil das halt hier auch so mit drin ist. Diese Giraffe hier ist leider Custom Content. Ich weiß auch nicht, wo das her ist. Keine Ahnung, es tut mir wirklich leid. Aber das meiste ist vom Spiel, was ich benutzt habe. Also ich habe wirklich das meiste vom Spiel benutzt. Lade euch auch gerne das Haus nochmal in die Galerie hoch, weil da hattet ihr nämlich gefragt, ob ich das machen kann, wenn, was ist mit dieser Tür passiert? Dass ich das, ob ich das nochmal hochladen kann, wenn das Kinderzimmer fertig ist, genau, das mache ich auf jeden Fall sehr gerne. Ja, und ich würde sagen, damit sind wir jetzt bestens vorbereitet auf das, was uns bevorsteht. Die Zeit mit unserem kleinen süßen Darian, der einfach nur total niedlich ist. Wir spielen mal Kuckuck mit ihm. Aber ich glaube, Leute, ich muss leider an dieser Stelle den Part jetzt schon beenden. Also ich werde für die Leute, die das jetzt nicht interessiert, wie gesagt, den Part jetzt beenden. Alle, die es interessiert, was mit den Familien aus den vorherigen Let's Plays passiert ist, können sehr gerne dranbleiben. Ich werde das jetzt gerade noch im Schnelldurch, also was heißt, ich werde euch das halt zeigen und dann gucken wir mal, wie lange wir dafür brauchen. Im Zweifelsfall ist dieser Part halt ein bisschen länger, aber dann ist das so. Ich wollte euch das auf jeden Fall jetzt unbedingt noch zeigen. Ich hoffe, euch gefällt alles so, wie ich das gemacht habe und ihr seid. Oh nein, was hast du darin? Nicht weinen, nicht weinen. Achso, du hast Hunger. Oh nein, Nelia, gib ihm mal was zu trinken. Einmal ganz kurz stillen, nimm ihn mal hoch. Okay, irgendwie will sie sich gerade zum Stillen nicht hinsetzen, aber ist ja auch nicht schlimm. Okay, wie gesagt, ich werde jetzt noch eine kleine Rundreise machen und bleibt gerne dran, falls euch das Ganze interessiert. Ansonsten wünsche ich euch noch einen ganz, ganz tollen Tag. Wir haben morgen Winterfest, das ist richtig schön. Das heißt, im nächsten Part feiern wir Weihnachten mit unserem Säugling und das wird einfach nur wunderschön. Genau, für die, die jetzt abschalten, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und alle, die jetzt noch dranbleiben, seid gespannt, was euch jetzt erwarten wird.
Okay, also wir befinden uns jetzt hier auf der Weltkarte. Ihr wisst ja, Cleo wohnt hier mit ihrem Mann, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie er heißt. Er ist leider nur so Nebendarsteller, deswegen habe ich absolut keine Ahnung, wie er heißt gerade. Und ich muss ihm auch unbedingt seine Karriere noch geben. Das habe ich vergessen, aber auf jeden Fall wohnt hier Cleo, die Cousine von Nelia. Und wir gehen natürlich jetzt mal nach Brindleton Bay und schauen uns das ganze Ausmaß des Dramas an, welches sich in diesem Haushalt hier vollzogen hat. Da werden wir mal ganz kurz nachschauen. Ja, Liam tanzt hier gerade, weil er ist richtig happy, denn er hat eine neue Frau, und zwar Gina. Gina hat sich, ohne dass ich das... Ist Gina schwanger? Sie lief gerade so. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob sie schwanger ist. Also die beiden haben auf jeden Fall zusammen ein Kind bekommen. Sie ist schwanger. Eieiei, okay, das wusste ich nicht. Das ist neu für mich. Vor allem diesen dritten Trimester, wo ist denn ihr Bauch hin? Weil sie lief gerade so komisch, da dachte ich, oh Gott. Also, Gina ist schon wieder schwanger. Es ist nämlich so, dass ohne mein Wissen das Ganze passiert ist. Ja, also ich habe ja eigentlich Liam mit Lexi gesehen. Die Leute, die mein Let's Play verfolgt haben, wissen, wer Lexi ist. Lexi ist die Mutter von dem, von Cleo und Lexi, also, oh mein Gott, Lexi hat einfach noch ein Kind bekommen. Was ist denn da passiert? Ah, okay. Ah, nee, das ist. Okay, ich muss jetzt gerade selber mal die ganzen Tatsachen hier zusammen. Also, ich habe absolut keine Ahnung. Es ist so viel ohne mein dabei, also ohne mein Zutun passiert, dass ich jetzt selber erstmal gerade das Ganze ein bisschen organisieren muss. Also, Liam und Lexi kannten sich seit ihrer Kindheit und waren eigentlich immer füreinander bestimmt. Also, ich habe eigentlich immer die beiden miteinander gesehen, aber ja, dann habe ich eine Zeit lang eben nicht mehr in dieser Familie gespielt, sondern war halt mit Lilly in Lillys Let's Play unterwegs. Und dann habe ich irgendwann gesehen, dass Liam nicht mehr mit Lexi zusammen war, obwohl die beiden, nee, warte, verlobt waren die nicht. Also sie waren auf jeden Fall in einer festen Beziehung. Und dann war Liam auf einmal mit Gina verheiratet und ich kannte Gina nicht. Also Gina ist einfach irgendein random Sim. Wie ihr seht, sie hat auch gar keine Familie oder so. Und dann war Gina auch noch schwanger von Liam. Und anscheinend ist sie jetzt wieder schwanger von Liam. Also sie haben jetzt gemeinsam die kleine Adriana bekommen, Adriana Novak. Mit Lexi hat Liam auch noch Addison. Also Addison ist das gemeinsame Kind von Liam und Lexi. Genauso wie Cleo. Also Addison ist die Schwester von Cleo. Und sie hat blaue Haare. Ich muss sie auf jeden Fall noch einmal umstylen. Ja, und wo ist die kleine Adriana? Okay, Adriana läuft, tanzt hier gerade rum. Sie hat jetzt noch 19 Tage, bis sie zum Kind wird. Ja, und Livia wohnt noch hier in dem Haushalt. Und ich glaube, Livia ist vom ganzen Drama verschont geblieben. Livia hat auch absolut keinen Bock auf Kinder. Sie ist sprunghaft, Einzelgängerin und vegetarisch. Alles klar. Ja, das ist Livia. Das ist ja die Schwester von. Ach Quatsch, sie ist nicht die Schwester von. Leute. Sie ist die Schwester von Lilly. Genau. Und sie ist eine. Lilly ist Naturhistorikerin, okay. Also Livia ist die Schwester von Lilly, sie ist nur sehr viel später geboren worden, genau. Also Livia ist die Tante von Nelia. So sieht's aus. Und Livia hat anscheinend auch keine Beziehung oder dergleichen. Sie hatte auch gerade anscheinend gar keinen Bock drauf. Sie ist sprunghaft, sie braucht immer mal was Abwechslung und deswegen wird sie vermutlich sich auch erstmal so keine Beziehung suchen. Von Ophelia nicht gemocht werden. Anscheinend mag sie Ophelia nicht. Also ich finde das immer super interessant. Ja, sie mag Ophelia überhaupt nicht. Das ist ja auch total interessant, ne? Ich finde das immer super interessant, mal so in die Haushalte reinzugucken, wie sich das so entwickelt hat, weil ich habe keine Ahnung, was sie für eine Abneigung gegen Ophelia hat, aber anscheinend mag sie sie einfach nicht. Ja, wie gesagt, Gina ist erneut schwanger. Ich habe es gerade gar nicht drauf geachtet, was es wird. Ein Mädchen wieder. Also die beiden bekommen ein Mädchen. Liam kann anscheinend nur Mädchen. Er ist einfach dann vierfacher Vater. Und es ist einfach verrückt. Es ist so verrückt, Leute, wirklich. Ja, da müssen wir mal gucken, ob wir hier vielleicht dann nochmal umbauen. Ich hatte so ein bisschen umgebaut. Das hier war Cleos Zimmer. Das hatte ich für Cleo damals eingerichtet. Die ist aber jetzt mittlerweile ausgezogen. Das hier ist das Zimmer von Adriana. Die wohnt in diesem Zimmer. Aber wahrscheinlich wird Adriana dann in Cleos altes Zimmer umziehen und das neue Kind wird dann hier hinziehen. Also es ist wild. Okay, also das so viel zu diesem Haushalt, das ist hier passiert. Oh, ich muss euch übrigens was zeigen. Für die Leute, die so ganz ewig lange schon dabei sind oder die mein allererstes Let's Play geguckt haben, schaut euch bitte diesen Zimmer an. Ich muss ihn euch ganz, ganz kurz im Create a Sim zeigen. Das hier, ich habe ihn umgestylt, deswegen sieht er so aus. Das hier ist einfach ein Nachfahre von Dexton. Und er ist so schön. Ich liebe ihn total. Also, wenn Nelia nicht schon irgendwie einen Partner hätte oder so, dann wäre er hier. Fragt mich nicht, wie man seinen Namen ausspricht. Ju, Ju, Ju?
Keine Ahnung, wie man es ausspricht, aber er wäre definitiv der Partner von Nelia geworden, wenn er nicht, also wenn Nelia nicht schon glücklich verheiratet wäre. Er ist übrigens ein Magier, fragt mich nicht warum. Und er ist Hundefreund, böse und ordentlich. Also das sind jetzt nicht unbedingt die besten Merkmale vielleicht. Ja, wobei ordentlich Hundefreund, böse ist aber auf jeden Fall. Vielleicht spielt er ja noch irgendwie eine Rolle. Wenn ihr irgendwie eine Idee habt, so eine ganz kleine Idee, wie er irgendwie noch in dieses Let's Play reinkommen kann. Er ist, wie gesagt, ein Nachfahre von Dexton. Und ihr wisst, also alle, die meine ersten Let's Play geguckt haben, ich habe Dexton wirklich abgöttisch geliebt. Also das war wirklich meine allergroße, größte, große Liebe hier bei Sims. Ja, also deswegen, ich bin sehr glücklich, dass er einen so schönen Nachfahren hier hinterlassen hat. Ich weiß gar nicht, das ist wahrscheinlich sein Enkel dann, glaube ich. Also sein Enkel müsste das sein. Ja, so, dann haben wir noch, nee, ich glaube in Brindleton Bay war es das. Ja, und hier wohnt jetzt aktuell Lexi. Genau, Lexi, wir können ja mal ganz kurz bei ihr vorbeigucken. Okay, also ich habe gerade wirklich das absolute Bedürfnis, schnell ein Umstyling zu machen. Ich glaube, das mache ich gerade. Nur ein ganz kurzes. Okay, also das ist jetzt Addison. Ich finde, jetzt sieht sie auf jeden Fall deutlich besser aus. Ich habe jetzt ein schnelles Umstyling gegeben. Sie ist ja relativ modebewusst, weil sie wohnt ja mit Lexi zusammen. Und Lexi und Addison teilen ihre Leidenschaft fürs Influencer-Dasein quasi. Also Lexi sollte eigentlich auch, genau, sie ist hier in dieser Stilbeeinflusser-Karriere. Da können wir sie vielleicht auch mal ein bisschen hochstufen, weil ich meine, sie ist ja schon ein bisschen länger da drin. Addison müsste eigentlich zur Schule gehen. Es ist 11 Uhr an einem Dienst. Addison hat aber keinen Bock auf Schule und guckt lieber ein bisschen Fernsehen, weil sie denkt sich, okay, ich werde sowieso reich als Influencerin. Ich brauche das nicht. Schule ist doof. Und Lexi sieht das genauso und deswegen, ja, Lexi sollte aber vielleicht zur Arbeit gehen. Ja, aber ja, das, so sieht es aktuell hier aus. Die zwei teilen sich hier ein Apartment in San Myshuno und sind hier tatsächlich auch sehr, sehr glücklich. Ich gucke jetzt mal gerade, ob Lexi sich irgendwie noch eine neue Beziehung gesucht hat. Sie hasst Emmerich Barrett, ist auch interessant, wusste ich das? Ich weiß es gerade nicht mehr. Aber ansonsten hat sie sich jetzt auch keine neue Beziehung oder so gesucht. Sie möchte wahrscheinlich weiterhin einfach unabhängig bleiben, hat keinen Bock mehr darauf, irgendwie mit einem Mann irgendwie zusammen zu sein, weil das mit Liam war irgendwie nicht das Wahre. Und sie ist einfach glücklich jetzt, dass sie so unabhängig hier in der Großstadt wohnen kann. Und ja, so sieht es jetzt aktuell bei den beiden aus. Also Addison und Lexi leben hier ihr unabhängiges Leben in der Großstadt. Ja, was Isara betrifft, da habt ihr mich auch gefragt, wie das momentan aussieht, ob sie mit Adrian zusammen ist. Es sieht nicht so aus. Wir können aber jetzt gerne mal in ihren Haushalt gehen und gucken, wie es da aussieht. Denn ich habe gerade gesehen, Isara wohnt auch hier in San Myshuno. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich das gemacht habe, aber ich glaube nicht. Also sie hat ja eigentlich, meine ich, mit ihrer Familie in Copperdale gewohnt. Deswegen interessant, dass sie jetzt auch nach San Myshuno gezogen ist. Aber ich finde, es passt zu ihr. Ja, okay, Isara soll sich nochmal anmelden. Was hat sie denn nochmal studiert? Ich weiß es gerade gar nicht. Physik, ne? Genau. Mhm, okay. Ich buche jetzt einfach mal 4 Kurse, weil sie will ja auch irgendwann mal fertig werden. Das können wir uns nicht leisten. Okay. Ja, dann können wir uns leider gerade erstmal nicht einschreiben. Ja, okay. Also Isara müsste aber eigentlich mittlerweile auch fertig sein mit der... Und sie ist eine Seniorin. Ja, okay, dann ist sie höchstwahrscheinlich mittlerweile fertig mit ihrem Studium. Sie hat ultra viele Ängste. Sie hat Angst vor dem Lebensende, Angst vor unerfüllten Träumen, Angst, betrogen zu werden. Also ich weiß es nicht, Isara scheint es aktuell nicht so gut zu gehen. Sie hatte anscheinend eine Beziehung mit einer Alvena, die allerdings verstorben ist, was sehr traurig ist. Allerdings hat sie auch hier immer noch mit Adrian eine Liebesleiste. Vielleicht sollten wir das mal gerade wieder aufleben lassen. Ja, doch. Er ist einfach auch ein Senior. Ich finde es so schlimm, dass die jetzt alle Senioren sind. Ich bin da nicht bereit für. Aber ich finde, okay, Adrian ist anscheinend auch ein bisschen betrunken. Das hatte Daryl ja letztens auch. Interessant, interessant. Okay, können wir ihn fragen, ob er bei uns einziehen möchte, dass die zwei jetzt hier irgendwie noch so gemeinsam wohnen? Was sagt er? Ja? Oh, okay, Adrian möchte einziehen. Und ich finde, es wird höchste Zeit für Adrian aus dem Haus seiner Eltern auszuziehen. Wir können das jetzt mal alles verkaufen hier und dann bringt Adrian nämlich auch eine Menge Geld mit. Dann kann... Oh ja, 21.000 Simoleons. Okay. Adrian ist ziemlich traurig, wahrscheinlich weil er seine Eltern verloren hat. Die müssten ja leider mittlerweile verstorben sein. Ah, seine Mom... Okay, seine Mom lebt noch und hat anscheinend sehr spät nochmal ein Baby bekommen und noch ein paar weitere Kinder. Alles klar, also Adrian ist nicht mehr Einzelkind gewesen. Adrian hat noch Terrence, einen Bruder, Eve als Schwester und die kleine Jetta, keine Ahnung. Und Brayson ist sein Stiefvater und sein richtiger Vater ist tot.
Das ist interessant. Okay. Ja, also ich sehe, die Konstellationen sind hier wirklich, wirklich wild. Aber ja, okay, Sarah und Adrian wohnen jetzt zusammen hier in der Großstadt. Ich glaube tatsächlich nicht, dass die beiden heiraten. Und ich glaube auch nicht, dass sie jetzt irgendwie noch ein Kind adoptieren oder so. Weil ich meine, für ein Kind zu kriegen, das ist vielleicht ein bisschen zu spät. Aber ich glaube auch nicht, dass sie jetzt irgendwie noch mal adoptieren würden. Ich habe da nämlich kurz drüber nachgedacht, um einfach diesen Stammbaum weiterzuführen. Aber Isara wollte einfach noch nie Kinder. Adrian möchte auch keine Kinder. Und hat sie überhaupt einen Kinderwunsch? Hier steht gar nichts, oder? Nee, also sie will gar nichts. Sie hat da gar keine Präferenzen. Sie mag tiefgründige Gedanken, das passt sehr gut zu ihr. Ja, Leute, so sieht's bei Isara aus. Und jetzt gucken wir zu guter Letzt noch einmal. Wo ist Luna? Ich glaube, ich weiß, dass Luna verstorben ist, ne? Das trifft mich gerade ein bisschen hart, weil dieses Haus hier ursprünglich eigentlich ihr gehörte. Luna war übrigens nicht mehr mit Mark zusammen. Ihr hattet hattet mir geschrieben, dass ihr euch wünschen würdet, wenn Luna und Mark heiraten würden. Aber Mark hatte sich in der Zwischenzeit auch eine andere Frau gesucht und ich glaube, das ist diese hier, Gwyneth. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Gwyneth. Meine ich, ist die Frau, die er dann geheiratet hat. Irgendwie sowas. Ja, und tatsächlich möchte ich euch aber gerade das hier noch zeigen. Und zwar Ophelia. Ich meine, ich hatte es ja schon gesagt, dass Ophelia neu geheiratet hat. Aber dass sie, also sie ist halt mit dem Mann zusammen, also mit dem Vater ihrer Kinder. Die hatten eigentlich immer so eine toxische On-Off-Beziehung, die beiden, aber anscheinend haben sie sich jetzt darauf geeinigt, dass das alles ganz toll und wunderbar läuft und haben sich dann entschieden, jetzt zusammenzuziehen und zu heiraten. Also vor einer ganzen Weile schon. Genau, sie wohnen hier tatsächlich in dem Haus, was ihr aus meinem Highschool-Jahre-Let's Play vielleicht noch kennt. Das hier war mal das Zimmer, was eigentlich für Cale gedacht war. Als die beiden Cale bekommen haben, als Ophelia schwanger mit Cale war, habe ich, glaube ich, dieses Zimmer gebaut. Cale ist mittlerweile auch erwachsen. Hat er eigentlich eine Freundin? Ich finde, es würde irgendwie richtig gut zu ihm passen, wenn er eine richtig hübsche Freundin hätte. Ja, aber das kann ich leider jetzt heute nicht machen. Ich werde ihm gerne irgendwie mal eine hübsche Freundin geben, weil ich finde, das würde richtig gut zu ihm passen, dass er mit so einer Modelfrau zusammen wäre, weil er ist halt so ein total oberflächlicher Typ, der das auch total liebt, was Ophelia so macht. Und was hat Ophelia? Bin ich gut genug? Weil Angst hat, die Eltern zu enttäuschen. Ophelia, ich glaube, in deinem Alter brauchst du dir da eher keine Gedanken mehr machen. Also, weil sie ist nämlich jetzt mittlerweile auch eine Seniorin. Ich muss den allen mal bei Gelegenheit ein Umstyling machen, weil Ophelia sieht halt auch überhaupt noch nicht aus wie nur Seniorin. Sie sieht keinen Tag älter als 23 aus. Dabei ist sie 60 oder so mittlerweile. Sollten wir vielleicht dann auch irgendwann mal einen Angriff nehmen, aber ja. Okay, Leute, ich würde aber an der Stelle jetzt wirklich finally den Part beenden, denn es ist so viel Aufnahmematerial, was ich jetzt habe. Ich habe fast 1,5 Stunden aufgenommen jetzt. Dieses, was ich jetzt hier gerade gemacht habe, hätte, glaube ich, einen eigenen Part verdient. Also ich bin mal gespannt, wie viel es dann nachher im Schnitt zusammen ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. So einen kleinen Einblick nochmal in die Geschichte der ganzen Protagonisten aus den vorherigen Let's Plays zu bekommen. Wenn ihr irgendwelche Wünsche oder Ideen habt oder so, was ich mit denen noch machen soll, was ich noch verändern soll bei denen im Leben, dann schreibt mir das gerne. Wir können leider nicht immer so intensiv bei denen vorbeigucken. Das ist sehr schade, das weiß ich auch. Aber sonst bleibt uns halt in unserem Haupt-Let's Play leider keine Zeit mehr. Und da wollen wir in erster Linie jetzt spielen, denn ich freue mich einfach so sehr auf alles, was jetzt kommt. Darian ist einfach jetzt ein Säugling und das wird so schön. Er ist einfach wunderschön. Er ist so ein süßes Kind, wirklich. Ich finde ihn einfach ganz, ganz toll. Und ich freue mich total auf die Zeit, die kommt. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, wann Nelia und Kai das nächste Baby bekommen. Ich würde tatsächlich jetzt für die Zukunft die Schwangerschaftsdauer auf 6 Tage stellen, damit wir dann ein bisschen mehr Zeit haben, die Schwangerschaft zu genießen. Ich wollte ja jetzt nur am Anfang alles ein bisschen schneller machen, damit wir dann eben schnell das Familiengameplay sehen können. Das haben wir jetzt mit unserem kleinen Darian und ja, jetzt können wir alles ein bisschen langsamer machen und uns das Ganze in Ruhe anschauen. Vielleicht fahren die drei auch mal zusammen in den Urlaub oder so, bevor wir das nächste Kind bekommen. Ich fände es eigentlich ganz schön, wenn wir jetzt so die erste Zeit zu dritt erstmal richtig auskosten. Ich könnte es mir irgendwie gut vorstellen, dass die dreimal nach Granite Falls oder so fahren und da so ein bisschen mit dem Hund zusammen durch die Wälder marschieren, mit der Rückentrage und so. Das könnte ich mir irgendwie richtig gut vorstellen. Ja, aber wenn ihr auch schon Gedanken habt, was jetzt so in Zukunft passieren wird, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich, von euch zu lesen und wünsche euch jetzt bis zu meinem nächsten Part noch einen ganz, ganz tollen Tag und wir sehen uns bis dann. Tschüss!